Ach, Sakreblüm, wir verpassen nochmal so, einen komischen Kackzug rein. 25.000, ne? Das heißt, der hat 150.000. Genau, 150.000. Das heißt, wenn 150.000, mal 0,2, ich weiß nicht, müsste dann 30.000 sein. Ich will es nur nochmal gegenchecken. 30.000. Das heißt, wir machen dann hier... Kann man da keine Zahlen nutzen? Ach so, wow. Witzig. Stark. Genau, falsch schon gemacht quasi. Wenn das weniger als 30.000 ist. Und eine Inaktivität von 120 Sekunden ist. Also wenn der quasi zu wenig Material hat. Also pass auf, das soll so funktionieren. Er fährt hin und macht sich leer. Und fährt dann zurück. Aber wenn er halt hinfährt und inaktiv ist, aber halt noch gefüllt ist mit mehr als 20%, dann kann er auch da stehen bleiben. Aber wenn er inaktiv ist und unter 20% hat, dann kann er sich auch eben auffüllen gehen. So ist das gedacht. Jetzt will ich mal eben ganz kurz wissen, bei denen, macht das da auch Sinn? Bei der Fabrik, wenn Zeit vergangen, finde ich bei denen aber eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil da ja durchgehend was rausgezogen wird und dann sowieso dann oben immer zuerst leer ist. Nee, bei dem ist es okay. Aber bei dem finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn das so ist. Genau. Und da halt, wenn voll ist, ne? Weil sonst ist halt scheiße. So, dann eben überall übertragen. Auch wenn die Strecke bei jedem gleich ist, mache ich es trotzdem auf jeden einzelnen Waggon, Lokomotive, damit die Farbe natürlich übernommen wird, ne? Ist ja klar. Fuck. Ich bin dumm. Das ist Uranerz. Scheiße. Falsche Farbe. Ja, wusste ich natürlich. Wusste ich. Schwefelsäure war beides voll, ne? Genau, beides voll und dann... Null. Ja, siehst du, man kann ja auch mal ein bisschen reinscheißen. Hier ist ja kein Problem. Aber die Strecke läuft gut, ne? Wie du siehst hier, das ist glaube ich, ein ganz guter Plan, wenn das so läuft. Weil so sind die immer gut gefüllt und wenn sie halt mal inaktiv sind, aber halt nicht komplett voll sind, dann können sie sich eben nochmal eben voll machen. Das ist ja dann auch schon mal fein. So. Als ob ich voll bin. Mit was denn? Als ob das jetzt alles nur Tankwaggons sind. Aber wobei die Stacks sind klein, ne? Ah, kann schon sein. Ah, sieht schon gut aus. Ach ja, Treibstoff. Da war ja was, da war ja was. Hä? Ach, der ist schon voll. Ja. Nice. Okay, der Song, ich muss ganz ehrlich sagen, der fliegt, glaube ich, jetzt raus. Der ist mir zu wiederholend. It's almost spring back home von Adriel Fair. Da ist ganz weit unten natürlich. Wegen dem I. It's almost... Da. It's almost... Ne, warte, wo ist denn der jetzt hier? Ach da, it's almost spring back home. Warte, wie viele Lieder ich mit I habe, krass. Nur der ist jetzt raus, weil, wie gesagt, diese Lieder, die mir zu oft sich selber wiederholend sind, die will ich nicht mehr haben. Scrollst du bitte ein bisschen schneller nach oben, das wäre echt freundlich. So, Lied ist zu Ende. Ja. Call of the North, Niklas Johansson. Johansson. So, du bist in der Liste laut. So, der ist raus. Passt. Die kriegen jetzt erstmal den Treibstoff hier rein. Das ist doch alles voll mit dem. Scheiße. Ja, hätte ich selber drüber nachdenken können. Selbst schuld. Ja, jeweils 6 Waggons. Das wird jetzt auch ein Stück dauern, aber... Dann ist das schon mal direkt dran. Und natürlich den ersten Zug nicht vergessen. Das wäre jetzt sonst ein bisschen traurig. So, Schwefelsäure rein damit. Und voll. Na, ich muss schon sagen, die Stationen sind schon verdammt effizient jetzt hier. Also ganz ehrlich, schneller als das, glaube ich, geht es tatsächlich gar nicht. Also wenn, dann will ich aber von euch einen Beweis sehen, wie das noch schneller als so geht.
Aber das Ding ist jetzt ja wirklich absolut insane. Einfach ganz kurz instant voll. Das ist schon fantastisch. Nur nicht ohne Grund brauchen wir nur eine einzige Station hier in unserer eigenen Heimatbasis, weißt du? So. Das ist so geil, wie das alles genau passt, ne? Oh. Das ist alles über so eine lange Zeit hinweg aufgebaut. So. Bin ich hier gleich durch mit den Haltestellen. Und dann geht's auf die Warteschlange dahinter. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und nein. Dein Ernst? Wirklich jetzt? Muss das? Junge. Ist das jetzt wirklich dein verkackter Ernst? Er snappt sich an den lieber dran, statt den da hinten dran zu machen. Na, macht Sinn. Danke. Das ist, also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist eine Frechheit. Ja, Hauptsache, hier klappt's überall, weißt du? Ah, was für ein Arschloch. 5 und 6. Oh, und es ist auch schön, weil die After genau gleich in Höhe sind. Ach, Details über Details. Wie toll das ist. Ja, doch, der war verbunden. Ja, ich hoffe, ich verbinde die jetzt auch tatsächlich alle nicht, dass ich mich da irgendwie um so ein paar Millimeter verschätze und nachher sind die gar nicht verbunden. Und dann hast du so einen Zug, der dann im Endeffekt so... Also ein Waggon, der einfach irgendwo nirgendwo rumliegt. Wäre natürlich auch ein bisschen doof, ne? Wird ein Safe irgendwo mal passieren, aber ist nicht schlimm. Im allerschlimmsten Fall ballern die halt da eben dagegen oder ist halt eben Stau. Eins von beiden. So, einen Waggon haben wir jetzt noch. Das ist fantastisch. Danke auf jeden Fall dafür. Ja, wunderbar. Hatte ich nicht mal den Treibstoff da unten mit angeschlossen mit dem Fließband oder so? Ach nee, der kommt ja darüber. Ach ja, stimmt, weil das ja Uran ist, deswegen wollte ich das erstmal anschmeißen. Ja, ja, ich erinnere mich wieder. Hm? Damit die Züge halt unendlich Treibstoff haben, das war das Ziel eigentlich. Ja, weil so extrem lange hält es hier mich ja alles auch nicht, du. Das ist aktuell noch so ein kleines Problem. Ja doch, ich erinnere mich. Dann gehen wir mal ganz kurz Treibstoff holen, ne? Dum, 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 dum. Zu weit. Und natürlich, ich hätte die Fließbänder hier reinpacken können, weil ich ja eh zu viele habe. Aber hat noch gepasst. Alles gut. Fließbänder und Lampen. Fast die falsche Kiste genommen hier. Ah, warte. Eventuell können wir es aber hier drauf stacken. Easy. Aber absolut easy. Und Lampen packen wir natürlich ganz kurz hier unten rein. So, erstmal schon auf Seite räumen, weißt du? So, jetzt sind wir hier und da leer. Und jetzt alles voll mit Treibstoff knallen. So, alles voll Treibstoff und dann auf geht's. Pom 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 pom. Da die sich ja entleeren, ne? Es ist doch eigentlich kein Problem, wenn ich jetzt hingehe und sage... Manuell angehalten, ja, ja. 30 Züge übrigens, perfekt. Das wäre eigentlich... Hallo, weg damit. Kein Problem, wenn ich jetzt sage, dass hier einfach nur einer jeweils hin darf, ne? Weil das ist doch jetzt theoretischerweise... egal. Oder nicht? Wobei, wir können auch sagen, zwei jeweils, ne? Damit das jetzt hier nicht, Nee, einer. Einer darf nur hinfahren. Weißt du, warum? Weil die sonst hinter der Schlange stehen. Und dann kommt der Ausgangszug nicht mehr weg. Dann blockieren die sich gegenseitig. Also einer pro, das ist schon okay. Da müssen wir auch nichts irgendwie mit Flüssigkeitsmenge machen, weil es ja eh nur Ausgang ist. Also überall einfach eins hinsetzen. Und dann ist gut. Hat es gezählt? Ja, es zählt auch, okay. Oh, ich liebe dieses Lied, ne? Das ist eins der besten.
Dass sowas einfach für Epidemic läuft, das ist fantastisch. Oh, hoppala, ich hab's hier so beim Falschen gesetzt, ne? Dachte ich mir. War ich kurz unvorsichtig. Jetzt will ich immer nachkontrollieren, weil ich unvorsichtig war. Na toll. Ja, selbst schuld. Ja, dachte ich mir schon. Ja, hab wieder reingeschießen. Ja. Weil man unvorsichtig ist, ne? Man passt einen Moment nicht auf und zack, machst du nur noch Fehler. So kommt das. Und schon ist ärgerlich. Oh, dieses Lied, ne? Es ist unfassbar. So, das passt. Sehr gut. Dann, mi friendos, Treibstoff für euch. Lecker, lecker Treibstoff. Passt. Ja, okay. Dann mal voll damit. Dass die auch alle mal drei fressen, ist halt ein bisschen viel irgendwie, aber naja. Das war's schon. Oh, krass. Schwierig. So, pass auf. Hat das schon gereicht? Bitte. Ach, du bist doch eine Sau. Sag der Morden, was stellen das hier? So, schön ist das Maximum reizen. Ach, guck mal, jetzt geht auf einmal, ne? Sauerei hier. Was soll denn das? So, ein bisschen zurückgehen, nicht, dass er nachher sich irgendwie da irgendwo gegen crasht. Ich meine, dürfte eh nicht passieren, weil da noch Signale vorstehen, aber muss er nicht, ne? Wäre nachher sonst ein bisschen ärgerlich und so. Als ob das echt einen Treibstoff gekostet hat. Lol, krass. Schon wieder leer. Aber zugegebenerweise kommen wir sogar tatsächlich ziemlich gut durch hier. Ich glaube, es könnte sogar schon fast reichen. Wahnsinn. Stark. Aber wir müssen von hinten anfangen, dass wir die aufbauen. Und automatisch. Sollte ja funktionieren. Machen wir jetzt extra links, damit ihr den Fahnen sehen könnt. Und... Oh, der war genau schon perfekt positioniert. Ist ja stark. Als ob ich die genau an die richtige Stelle gesetzt habe. Was bin ich denn für ein Profi? Ja, lol. Krass. Hä, die bewegen sich keinen Millimeter. Bin ich so... Gott, Junge. Ist der Wahnsinn. Es kann doch kein Zufall sein, oder? Hä, sind die da rangesnappt irgendwie an das Signal? Nee, oder? Hä, the fuck? Ja, der dürfte auf jeden Fall nicht passen. Warte. Bei denen habe ich manuell zurückgefahren. Putz! So, da hat man es wenigstens gesehen. Ich dachte jetzt gerade schon so, als ob. Da ist auch ein kleines Vorrücken. So, dann der. Ich gehe die Reihe eh nochmal durch, weil ich werde mich jetzt hier safe bei einem verklickt haben. Gehe ich offen aus. Oder einen vergessen haben. Eins von beiden. Nö, das sieht gut aus. Okay, krass, hab mich nicht verklickt. Alles super. Dann lassen wir unseren Spider-Tron mal ganz kurz hier stehen. Geil, natürlich erstmal wieder außen rum hier. Perfekt. Profi. Das Ding ist voll. Das Ding ist auch. Gut gefühlt. Dann machen wir hier mal ein paar rein. Und den Rest hier rein. Dann haben wir so ein bisschen Vorlauf. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze, weil das dürfte jetzt eigentlich ja theoretisch funktionieren. Boah, ich bin so gespannt, ne? Auf geht's. So, jetzt ganz kurz. Ich meine, wir fahren ganz kurz. Aber ich will eben hier wissen. Guckt's euch an. Ist das nicht geil?
reinfahren, fertig. Junge, guck mal, wie schnell die sind. Das ist so krank. Und da fahren sie alle los in alle Richtungen. Ja, wir fahren natürlich erstmal hier runter. Schön. Ah, ist das toll. So, vielen Dank. Ich habe vergessen, dass sie sich so instant entleert. Ich hätte natürlich jetzt nicht aus dem Zug rausgehen müssen eigentlich, weil ich wollte mir das hier angucken, wie jetzt das erste Uranerz hier lang fließt. Ja, guckt es euch an. Oh, guck mal, wie viel Uranerz jetzt gefahren werden kann, weil die Schwefelsäure einfach instant hier reingeflossen, geschossen ist. Ist das nicht toll? Guckt es euch an. Schon die Hälfte benutzt. Krass. Sind die verbunden untereinander? Doch. Habe ich schon die Hälfte davon benutzt? Oh, da ist schon der nächste direkt da. Boi. Alles klar. Das fix. Guckt euch an, da fließt das Uran. Ich meine, lasst euch jetzt nicht davon irritieren. Das sieht natürlich jetzt nach sehr wenig aus, weil es noch sehr wenig ist, ne? Man darf natürlich bei all den Produktionen, die ich jetzt hier generell baue, nie vergessen. Alles in dieser gesamten Fabrik ist immer darauf ausgelegt, dass ich die später auf maximaler Geschwindigkeit mit allen Modulen, sowohl innerhalb der Maschine, als auch, also hier die drei, als auch in den Effektverteiler nutze, ne? Das heißt, hier ist tatsächlich super, super, super viel mehr später drauf, als du jetzt siehst, ne? Ist nur nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich dazu sagen möchte. Ich meine, bei dem Uranerz hier, ne, aktuell... Entschuldigung. Ich meine, der Erzförderer, der hat jetzt eine Geschwindigkeit von 0,5. Mit allen Effektverteilern zusammen wird er später 2,275 haben. Ist also 4,5 mal so schnell. Ja, ich meine ja nur. Das ist halt schon echt ein Unterschied. Das heißt, das, was du jetzt hier siehst, das wird noch deutlich, deutlich mehr. Ansonsten, das läuft fantastisch. 373.000 haben wir schon hier. War schon wieder ein Zug da. Ja, den nächsten Zug muss ich mal mitnehmen, dass ich mich mit da reinsetzen kann. Ich will doch gerne wieder weg hier. Und laufen habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Wann kommt denn der nächste? Das ist ungünstig, wahrscheinlich jetzt leer hier hinten, ne? Na, hätte ich mir denken können, weil der hinterste Tank leer ist. Das Gute ist, dann kommt der wenigstens zu uns. Scheiße. Als ob die einfach jetzt schon komplett das Ding leer gezaugt haben und einfach überall schon befüllt haben. Vor allem da hier der nächste hingekommen ist, heißt es entweder... Das ist ja total krank. What the fuck? Wie schnell sind die unterwegs, bitte? Ist dann hier auch schon gefüllt? Nee. Dann war der einfach zu schnell wieder da, als das funktioniert hat. Wir müssten eigentlich eine Reihenfolge vorgeben, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten machen soll. Eigentlich müssen wir dann alle, dass die halt durchrotieren, dass sie halt immer zu jedem Einzelnen hingehen. Wobei der natürlich auch am meisten braucht, ne? Wenn der hier halt einen drin hat und das Ding ist halt schon voll, dann gehen die halt eh zum nächsten. Also so wild ist jetzt auch nur wieder nicht. Es wird ja genug Schwefelsäure dann produziert. Früher oder später, ne? Sobald wir dann jetzt hier Eisen drin haben, ist ja eigentlich entspannt dann. Solange da halt genug rauskommt, habe ich jetzt auch nichts dagegen irgendwie. Problem ist nur, der wird jetzt halt nicht fahren, bis ich ihn jetzt da hinschicke, ne? Weil der wird ja nicht weiter befüllt. Na, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall gleich, wenn er jeden kommt, schnell in den Zug rein, weil ich habe jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit zu chillen. 371.000 Schwefelsäure. Hier wird auf jeden Fall einiges in Uran rauskommen. Das ist schon sehr angenehm. Das ist, glaube ich, auch das erste Uran, was wir jetzt in diesem Spiel quasi abernten, ne? Also in dieser Karte hier. Krass. Nice, eigentlich voll die krasse Nachricht so. So, schnell rein da und ab dafür. Wie schnell der einfach sich entleert. Das ist halt sowas von krass, ne? Einfach ganz kurz, düpp, fertig. Das ist schon der Wahnsinn. Und zack, in die Station rein. Da sind wir drin. Und Schlange stehen. Sehr gut, jetzt muss ich kurz aufpassen. Hier parallel mitlaufen ist okay, weil die ganzen Züge stehen eh eigentlich still. Nur ohne Spider-Tron bin ich hier eventuell todesgefährdet. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Eigentlich dürfen wir hier den ganzen Schienenbereich niemals ohne Zug betreten später. Weil hier werden 3000 Züge später durchballern. Sowohl auf den Hauptschienen hier oben, als auch bei den ganzen Stationen hier unten. Da wird ja alles gefährlich, Mann. Krass. Das ist aber schon geil, Mann. Es funktioniert. Ach, guck mal, die sind schon gefahren, weil die sind schon ein Stückchen nach hinten.
Die drei noch nicht, weil die habe ich noch zu weit vorne platziert. Deswegen sind die übrigens noch nicht vorgerückt, weil ich die einfach alle selber zu weit nach vorne platziert hatte. Aber ist ja egal. So, Schwefelsäure kommt auf jeden Fall. Was? Alarm. Boy, was ist denn da los? Kaputt. Die machen kaputt. Wo war das? Wieso macht ihr da jetzt kaputt? Okay, krass. Cool, auf jeden Fall, der Schritt funktioniert schon mal einwandfrei. Sehr zufriedenstellend. Das heißt, nochmal speichern. Der nächste Schritt ist trinken. Und danach der nächste große Schritt wird definitiv sein, Züge zu bauen, mal wieder. Für nicht das hier, sondern, wobei die kann man eigentlich auch schon mal platzieren, ne?